Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Range Simulator hier bei Heisenberg Zockt. So, jetzt sind ein paar Sachen passiert. Das eine ist, ich habe schon mal wieder eine Viertelstunde aufgenommen, ohne dass es aufgenommen hat. Besten Dank dafür, liebes OBS-Programm. Jetzt müsste es aber funktionieren. Und ja, was viel dramatischer ist, ich habe Erwin gefunden. Aber jetzt kommt die traurige Nachricht. Erwin schläft. Und zwar tief und fest. Wir gehen mal dahin. Das müsste irgendwo hier unten gewesen sein. Ja, da. Seht ihr das? Ich bin ums Haus rumgerannt und habe einfach mal gedacht, er müsste in der Nähe sein. Aber, denkste, da war niemand. Ja, und irgendwie das Blöde an dem Spiel ist halt, man kann tatsächlich, man hat nur einen Spielstand. Also ich musste jetzt halt irgendwie hier einfach weitermachen und das mit Aufnahme. Und hier sehen wir halt gedrückt häuten. Das werde ich aber getrost lassen. Weil ein Erwin, der wird nicht gehäutet. Also so geldgierig sind wir dann doch nicht. Er ist aber halt schon bitter. Also jetzt ist er wahrscheinlich die ganze Zeit ums Haus rumgeschlichen. Ja, und dann vielleicht verhungert sogar. Keine Ahnung. Ach, das arme Kerlchen. Nein, wir häuten dich nicht. Ich würde gerne ein Grab ausheben, aber das geht halt auch nicht. Vielleicht mit einer Schaufel. Wenn wir eine Schaufel kaufen, dann müsste man doch graben können. Haben wir nicht eh eine Schaufel an Bord? Bauen. Sarg. Nein, haben wir nicht. Ich stecke den Hammer wieder weg. Da fürchtet sich Erwin. Wobei, nee, der fürchtet sich nicht mehr. Ja. Nee, das ist Star Wars. Was machen wir denn jetzt? Steh mal richtig auf hier. Das sieht ja aus, guter Mann. Nee, ich häute dich nicht. Also so viel Geld brauchen wir nicht. Weil, das wird wahrscheinlich die letzte Folge sein, Rennsimulator. Jetzt vorm Update. Und danach ist dieses schöne Häuschen und all das hier Geschichte. Weil der Spielstand läuft ja bekanntlich dann nicht mehr. Dann werden wir aber trotzdem nochmal reinschauen und gucken, wie sieht's aus jetzt mit dem Update. Was können wir da noch alles Neues machen? Genau hier habe ich aufgemacht. Ich habe die Eier schon mal gesammelt, zurückgebracht. Wir haben also theoretisch sogar ein bisschen Geld. Aber viel bauen können wir wahrscheinlich trotzdem noch nicht. Wasser. Futter. Ich würde sagen, ein bisschen Futter könnten wir nachlegen. Da habe ich eben nochmal eine Tüte gekauft. Dann gehen wir mal hier rein. Und es ist halt schon eine Katastrophe. Da findet man tatsächlich wahrscheinlich zum Ende hin jetzt dieses, ja, dieses Let's Plays der Vorrunde sozusagen, bevor das Update jetzt kam, findet man tatsächlich Erwin und das mit dem Ergebnis. Das arme Tierchen ist weg. Naja, gut, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir haben ja ein bisschen Geld. Wir schauen mal, was wir bauen könnten, damit wir jetzt noch was gebaut haben. Für einen Stall wird es nicht reichen. Hühnerstall haben wir. Das Teil hier für 500, genau. Nicht nur ein Premium-Hühnerstall. Für die Haltung von 20 Hennen. Okay, und sonst haben wir hier nichts. Da hinten haben wir noch was. Das ist, glaube ich, die Funkantenne, wenn ich mich nicht täusche. Kann es sein, dass du nicht rennst, wenn du den Hammer in der Hand hast? Ja, tatsächlich. Aber dann sehe ich ja auch nicht, wo ich bauen will. Halt. Hier. Ja. Genau, dann kann man eben Radio hören, wenn wir das Teil haben. Das kostet 2,50. Haben wir hier oben noch irgendwas, was wir bauen können? Ich kann jetzt halt tatsächlich nicht rennen. Nicht, wenn ich den Hammer in der Hand habe. Da hinten haben wir eben Kollege Stall und so weiter. Ich würde sagen, sonst gönnen wir doch unseren Hühnchen noch den Premium-Stall. Wobei 750 haben wir eben auch nicht. Das, oder hat das 750 gekostet? Ja, die Garage. Hier könnte man das Auto platzieren. So, wir machen mal ein bisschen Luft, weil hier stinkt. Mal ein bisschen durchlüften. Okay, gut. Ich würde halt gerne Erwin irgendwie holen, aber ihr seht ja, man kann den tatsächlich nur häuten. Und das werde ich beileibe nicht tun, auch wenn wir das Geld gebrauchen können. Ein Erwin, der wird nicht gehäutet. Ja, hier haben wir die Sachen nochmal. Wenn ich hier mal auf Abreißen gehe. Ne, können wir nicht abreißen. Ich glaube, abreißen können wir tatsächlich nichts. Das war nur das Haus, das wir abreißen können. Ich gucke mal nochmal schnell. Wie sieht das hier aus? 750, das haben wir nicht an Geld. Wir haben 396, sehen wir dort oben rechts. Mhm, das reicht also dicke nicht. Gut, was wir bauen könnten, wäre die Funkantenne. Und wisst ihr was, das werden wir jetzt auch machen. Oder Moment. War nicht hier unten noch was? Er rennt halt nicht mit dem Hammer in der Hand. So, jetzt.
War nicht da unten noch was, was wir bauen können? Weil ich möchte schon jetzt zum Abschluss noch was bauen. Wie gesagt, ich bin jetzt halt schon im Laden gewesen. Ich habe übrigens auch hier den Generator abgestellt. Der läuft ja schon wieder. Jetzt ist er wieder aus. Hey, warum läuft denn der wieder noch? Das ist ja ganz interessant. Den habe ich tatsächlich abgestellt und mich gefragt, wie viele Folgen läuft das Ding jetzt schon? Gibt's doch nicht. Und dann habe ich eben auf dem Rückweg dann den Erwin gefunden. Was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte eigentlich gucken wegen Bauen. Nein, mit dem Hammer in der Hand. Das war sogar mal noch ein Lied von Gunter Gabriel. Kennt den noch jemand? Dieses Hamburger. War das ein Urgestein? Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. Das Lied kenne ich halt aus meiner Kindheit noch. Ja, irgendwie hier bauen? Nö, irgendwie auch nicht. Okay, dann kannst du aber auch wieder die Hand benutzen, beziehungsweise den Hammer weglegen. Dann düsen wir zurück. Dann würde ich tatsächlich sagen, lasst uns eine Funkantenne bauen. Nicht, weil wir sie jetzt brauchen, sondern ganz einfach, damit wir das Geld sozusagen noch investiert haben, weil das ist natürlich dann nachher auch weg. Wenn das Update kommt. So, die letzten paar Meter. Einmal Funkantenne, ahoi. Bauen. Bat. Wunderbar. Da haben wir sie. Machen wir den hier. Jetzt haben wir natürlich wieder fast kein Geld mehr, das ist überhaupt so schlimm. Haben die Hühnchen eigentlich Wasser? Ich glaube, ich habe den schon länger. Hey, funktioniert sogar. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob dieser Wasserstand, den wir hier sehen, ist der realistisch oder ist da gar nichts drin? Das sieht aus, als hätten sie noch genug Wasser. Nahrung haben wir ja gerade geliefert. Haben wir hier wieder noch Hühner-Dingens? Nein, sie mussten noch nicht, das ist okay. Nicht so diese Bewegung. Das sieht aus, als ob er so in der Hocke ist. Ganz schlimm. So, Tag. Ja, euer Kollege ist halt, aber das ist euch egal. Naja, ihr lebt ja noch, das macht ja nichts, die Hühnchen. Ich weiß gar nicht. Kannten die Hühnchen unseren Erwin? Erwin war ja das erste Tierchen, das wir hatten. Ich glaube, die Hühnchen waren da noch gar nicht informiert darüber, dass es mal einen Erwin gab. Was wollte ich denn jetzt? Irgendwas wollte ich doch. Ach ja, ich wollte mal gucken. Jetzt müsste doch eigentlich Kollege Radio funktionieren. Tatsächlich, weil wir eben die Funkantenne haben. Kann ich hier auch umstellen? Ne, ein- und ausschalten geht. Mehr kann ich hier leider nicht. So, hier wollte ich nicht rein. Und einen Eisschrank haben wir eben auch keinen. Doch, da hätten wir sogar einen. Da kann ich aber leider nichts machen. Die Kuh kann ich auch nicht mitnehmen. Ja, schade. Ich bin gespannt tatsächlich aufs Update, ob man dann hier drin vielleicht noch ein bisschen mehr machen kann, als das, was wir jetzt haben. Wir können Fernsehen gucken. Und wir können ein Radio einstellen. Oder das Radio. Und sonst können wir hier eigentlich nicht viel. So, wir haben es 12 Uhr mittags. Was machen wir denn jetzt noch Schönes? Hinsetzen kann ich mir auch nicht. Nö. Ich würde gerne Erwin dort wegschaffen, aber ich wüsste tatsächlich nicht wie. Können wir denn eine Schaufel kaufen? Wisst ihr was? Wir fahren mal, wir haben ja hier... Ach genau, das habe ich ja ganz vergessen. Wir haben nochmal ein Reh gejagt, beziehungsweise das hat uns gejagt. Das ist nämlich wieder vor die Karre gesprungen. Deswegen haben wir hier hinten noch Fleisch drauf. Das werden wir jetzt mal verkaufen. Oh, nein, aber doch nicht. Im letzten Moment noch links weg und dann schon ist es passiert, dass wir hier dagegen knallen. Was ich auch gerade feststelle, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie lang die Folge ist, weil ich in der Hälfte vorher eben festgestellt habe, oh, OBS nimmt wieder nicht auf. Nimmt es jetzt auf? Doch, jetzt nimmt es auf. Okay, da bin ich ja glücklich und zufrieden. Aber ich habe auch gesagt, ich wäre besser nicht gucken gegangen, wo Erwin ist, weil das, was ich jetzt da gefunden habe, das war nicht das, was ich natürlich erhofft habe. Ja, aber man haut halt auch nicht ab. Aber ja, ich weiß, man kauft auch nicht ein Schweinchen, wenn man noch keinen Stall hat. Da habt ihr natürlich auch recht. So, volle Pulle, bremsen. Aussteigen, Fleisch schnappen. Ach nee, das geht ja, wenn ich das so mache, genau, da muss ich gar nichts ausladen. Das haben sie schon verbessert. So, einmal diesen. Verkaufen, bitteschön. Gibt nochmal 45. Dann haben wir 191. Und jetzt würde ich gerne gucken, was wollte ich jetzt kaufen? Wie kann Elektroschrott... Eine Pfanne. Was macht man denn mit einer Pfanne? Wird das irgendwie beschrieben? Ne, wahrscheinlich nicht. Kühlbox. Eierkorb. Wassertank. Milchkanne. Kugeln. Fleischwolf. Ich suchte eigentlich eine Schaufel. Genau, dass wir uns eine Schaufel gönnen. Eine Axt. Damit können wir auch niemanden begraben. Und mit dem Hammer erst recht nicht. Und in die Pfanne kommt er nicht, der Erwin. So weit kommt es noch.
Aber wisst ihr was? Ich kaufe mal die Pfanne. Ich möchte mal wissen, was wir mit der machen. Kasse. Dankeschön. Gehen wir raus. Sonst brauchen wir nichts mehr. Hier machen wir wieder zu. Wir haben Anstand. Einmal Pfanne schnappen. Einmal hier rauf. Zack. Volle Pulle. U-Turn fast schon. Und vielleicht hüpft uns jetzt dann auch mal eben ein Tierchen hier vor die Karre. Ich glaube aber nicht. So, ich habe das Gefühl, die Folge dauert schon irgendwie 40 Minuten, weil ich eben davor schon aufgenommen habe. Aber das ist natürlich nicht wirklich wahr. So, wir gehen mal gucken, was wir mit der Pfanne machen können. Und nein, ich möchte nicht, dass das jetzt jemand in Zusammenhang bringt mit Erwin, den wir gefunden haben. Nein, diese Pfanne haben wir für was anderes gekauft. Aber ich nehme schon an, damit wird man halt wahrscheinlich Fleisch zubereiten können. Allerdings nicht, um es zu verkaufen. Sondern da würde ich dann schon eher denken, dass man das dann für den eigenen Verzehr macht. So, einmal ich... Ja, stimmt. Den Brunnen habe ich noch nie gerammt. Getankt habe ich übrigens die Karre auch. Das hat aber irgendwie auch nicht... Wir haben ja fast kein Benzin mehr. Was ist das denn komisches? Gehen wir doch mal gucken. Ich höre die Musik. Ja, schön. Kommt gleich ein bisschen Stimmung auf. Ja. Da haben wir doch einiges gebraucht. Stellen wir da hier hin. Ne, stellen wir hier hin, damit wir dran denken. Beziehungsweise damit man dran denken würde. Dass wir da das Ding wieder auffüllen müssen. Jetzt mal gucken, ob man da irgendwas machen kann. Im Sinne von Interaktion. Oh, tatsächlich. Okay, also das würde klappen. Jetzt bräuchte man natürlich ein Fleisch. Ich weiß, dass ihr denkt, nein. Nein, Erwin bleibt, wo er ist. Den werden wir jetzt nicht zerlegen. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir gehen mal gucken. Wir schauen mal, dass wir irgendwo ein Reh finden. Und dann schauen wir, ob wir das irgendwie mit der Pfanne irgendwie hinkriegen. Da drehen wir. Vollschub. Einmal hier dran vorbei, keine Hühnchen überfahren. Wir haben schon genug tote Tiere. Da sind ja auch schon Hühnchen irgendwie verhungert oder haben sie zu Tode gelangweilt, ich weiß es nicht. Und jetzt unser Erwin noch. Ach, ey, ey. Das ist ja schon. Tut mir jetzt tatsächlich ein bisschen im Herzen weh, dass wir Erwin so verlieren musste. Das war kein schönes Leben. Und das ist nicht schön. Irgendwie haben wir hier ein Tier. Weil eigentlich ging es ja schon darum, jetzt wir müssen eigentlich nichts verkaufen. Wir müssen jetzt eigentlich ein Reh oder so schießen. Mit der Seta. Damit wir sehen, ob das funktioniert. Mit dem Kochtopf. So, ja, komm hierher, genau, komm doch hierher. Nicht da nach hinten. Nein, das ist völlig die falsche Richtung. Ja, das ist auch nicht okay. Hierher, put, put, put. Ja, jetzt. Jetzt rennt sie da davon. Ob es weiß, dass ich aufs Ziel, Oh, ein Blattschuss. Sauber, erwischt. Oh, danke fürs Abo. Dass ich diese Sounds nicht rauskriege, das gibt's doch nicht. Ich krieg diese Tippi-Stream-Sounds nicht mehr raus. Das packt schon wieder irgendwie. Tut mir leid, aber... Naja, was soll's. Dafür nochmal ein Abo gekriegt. Halt, ich brauche die Hand. Einsteigen. Fahren. Und Kollege Reh suchen. Das geht schon zehnmal einfacher, wenn man es so macht. Das ist tatsächlich wahr. Nicht das Tier zerlegen. Und dann das suchen, sondern... irgendwie das Ganze umgekehrt machen, aber ernsthaft jetzt finde ich das Reh doch nicht. Doch, da liegt's doch. Mitten auf dem Weg, Halleluja. Da hatte ich heute nur... Das sah gerade einen Moment wie, aus wie ein Känguru, aber ich glaube... Das war, glaube ich, eine optische Täuschung. Schadele. Jetzt werden wir das aber nicht verkaufen. Das können wir immer noch verkaufen, wenn wir es in der Bratpfanne getötet haben, das Fleisch. Ich bin jetzt wirklich gespannt, ob der einfach so kochen kann. Müssen wir da nicht noch ein Kochbuch oder so haben? So, perfekt. Und jetzt müssen wir hier irgendwie wieder rausfinden. Ich denke, das führt hier wieder Richtung Laden. Ach, das ist eine Abzweigung. Okay, dann ist klar, rechts geht's nach Hause. Und links geht's tatsächlich zum Laden. Ja, ich bin wirklich gespannt, dass in dem Update alles drin ist. Also, dass da dann der Speicherstand nicht mehr funktioniert. Das muss ja schon eher was Gravierendes sein. Und ich bin, ich weiß nicht, habe ich das jetzt gesagt, während ich aufnehme? Oder habe ich das schon gesagt, als ich noch nicht aufgenommen habe? Also, ich dachte, ich nehme auf.
Nämlich, ja, dass ich mir sicher das Update noch angucke, das ist ganz klar. Und dann mal schaue, wie ich es mache. Ich habe einfach keine wahnsinnige Lust, jetzt nochmal sozusagen bei Null anzufangen. Das ist es. Aber wir werden es ja sehen, was dann passiert. So, und wir werden auch sehen, was jetzt passiert. Das passt nicht hier rein. Im Ernst jetzt? Ach, come on. Was mache ich denn mit der Pfanne? Drücke, platziere das Objekt. Ja, aber es passt ja nicht hier rein. Habe ich ein Messer? Irgendwo? Oder muss, kann ich das irgendwie zerkleinern tatsächlich? Vielleicht wirklich, wenn ich ein Messer hätte. Ja, habe ich aber halt nicht. Ja, oder liegt hier irgendwo eins rum? Nein. Ah, das ist ja ärgerlich. Jetzt haben wir hier so einen Happen Fleisch und können damit nichts machen. Ich dachte eben schon, dass das geht. Ich kann es, wenn ich es drehe. Nee, das ist hier nicht reinzupacken. Scrollen, drehen, drücke, platziere das Objekt, halte gedrückt, platzieren. Würde nur gehen, wenn es grün wäre. Hier ist es grün, das bringt uns nichts. Ich versuche mal was anderes. Ja, kriege ich trotzdem nicht rein. Kriege ich das hier rauf? Nee, das kann ich gar nicht auf den Ofen legen, beziehungsweise auf den Herd. Und hier geht es halt auch nicht. Na, Halleluja, jetzt haben wir einen Topf, ein Stück Fleisch. Moment, und bringt uns nichts. Wisst ihr was? Dann vertickern wir das noch. Wir düsen nochmal zurück. Na, wir nehmen nochmal ein bisschen Geld. Ja, ich gucke vor allem, wenn wir jetzt da oben sind. Da kommt die Sonne nochmal raus. Komm, das geht doch, dass du dich hier hinlegst. Jawohl. Da kommt die Sonne nochmal raus. Eben. Ich werde jetzt gucken, ob wir da oben ein Messer oder irgendwie sowas kaufen können. Ich weiß, wir können da so einen Fleischwolf, einen Wurstfertiger, Kollegen und so weiter. Das können wir alles machen. Oder kaufen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte ein Messer. Ich möchte das tatsächlich in diesem Kochtopf drin machen. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn vielleicht beim Update dann irgendwie noch so Erklärungen kommen, dass man eben weiß, wofür braucht man den Fleischwolf, wofür braucht man jetzt diesen Kochtopf. Das würde schon nicht schaden. Aber jetzt haben wir irgendwie einen teuren Kochtopf und können damit nichts anfangen. Dann Elend sowas. Und falls jetzt jemand hier mit dem Zwischenteil verpasst hat, nein, das hinten drauf ist nicht Erwin. Den haben wir in Ruhe gelassen. Den würden wir gerne beerdigen, aber irgendwie das funktioniert leider nicht. Guten Abend. So, verkaufen. Alles verkaufen. Kaufen. Wobei, jetzt hätte ich natürlich ein Fleisch noch behalten können. Da eine Wurstspritze gibt's. Den Fleischwolf gibt's. Ich weiß halt nicht. Wahrscheinlich, also so wie das aussieht, kann man wahrscheinlich das Fleisch dann hier durchzwirbeln. Kostet eh gleich 200. Das hätten wir zwar gehabt. Ne, hätten wir nicht gehabt. Und dann kann man wahrscheinlich das andere dann kochen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Was ist das? Penicillin. Weißschimmel. For mocking with... Das ist irgendwie... Was ist das denn? Penicillin? Ach, du Grüne. Möchte ich gar nicht wissen. Autoanhänger hätten wir auch noch. Für 2000. Und die Kuh etc., die fehlt uns natürlich immer noch. Da, ein Spaten. Warum ist der nicht verfügbar? Wahrscheinlich ist der noch nicht drin. Kann das sein? Weil die Sachen, die sind ja auch teurer. Das können wir uns auch nicht leisten. Dann muss es einen anderen Grund haben, warum die Schaufel nicht verfügbar ist. Ich habe das Gefühl, die ist noch nicht drin. Oder der Spaten. Der kommt dann wahrscheinlich noch rein. Ja gut, wir düsen zurück. Fahren noch mal ein letztes Mal zu unserem Haus. Weil das ist nachher, wie gesagt, dann auch weg. So, aber dann bauen wir sicher im... Moment, falsch, falsch, wo fahre ich denn hin? Jetzt kriege ich noch ein Durcheinander zum Schluss hin. Wir kriegen sicher ein neues Haus. Ich glaube, das ist mit der Hauptgrund für das Update, damit die Häuser nochmal ein bisschen überarbeitet werden können. Sagen wir, wo fährt er denn hin? Da. Da ist unsere Straße. Also mir gefällt das Haus eigentlich. Aber eben, was natürlich nicht schaden kann, ist, wenn hier noch ein bisschen mehr Beschäftigung reinkommt. Vielleicht sogar, wenn man eben noch ein bisschen mehr Geld verdienen kann auf die Schnelle, weil ihr seht, sonst, das ist also dann doch eine relativ große Sisyphus-Arbeit, bis man sich hier mal einen Stahl leisten kann. Und das ist halt irgendwie schade, weil es ist ein Spiel. Meiner Meinung nach sollten Spiele primär Spaß machen. Und ja, es macht ja auch Spaß, sonst würde ich es nicht spielen. Aber eben, es würde halt noch mehr Spaß machen, wenn wir dann relativ zügig eben doch das eine oder andere noch machen könnten, was wir jetzt nicht machen können. Ich fahre mal hinten ran. So, wie gesagt, ich habe leider keine Ahnung,
wie alt die Folge jetzt ist, sozusagen. Ich gehe mal davon aus, ein paar Minuten haben wir. Ansonsten, wenn es zu kurz ist, tut es mir leid, dann gibt es beim nächsten Mal wieder längere Folgen. Wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich schon fast 20 Minuten aufgenommen gehabt. Gut, liebes Häuschen, ich würde sagen, wir sagen dir Tschüss, wir sagen dem Hühnerstall Tschüss, wir sagen hier allem Tschüss. In der nächsten Folge, die kommt dann irgendwann im Juni in dem Fall, da wird es, wie gesagt, das Update geben. Und dann gucken wir mal, was wir dann für ein Häuschen hinstellen können. Ich werde hier aber nochmal kurz die Türe schließen, weil so geht das ja nicht. So, wir sagen Tschüss zum Haus, wir sagen ganz traurig Tschüss zu Erwin. Der liegt da hinten, ja, und den können wir auch nicht mitnehmen. Ob er nun lebt oder nicht, der wäre auch weg. Naja gut, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann auf Wiedersehen uns nach dem Update wieder. Zumindest für jetzt mal versprochen. Eine Folge, wo wir uns das Ganze dann ansehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.